Kapitel 7 – Lügenpresse. Die Tür öffnete sich mit einem quietschenden, nervigen Ton. Ich wusste genau, wer hinter mir steht. Sein Atem konnte ich in meinem Nacken spüren. Und erneut bekam ich Gänsehaut am ganzen Körper. Na, Schätzchen. Sein Unterton hieß nichts Gutes. Wann auch sollten irgendwelche seiner Aussagen etwas Gutes heißen? Gleich nachdem er weg war, versuchte ich, mich umzubringen. Hatte dennoch nur allzu wenig Zeit, um einen brauchbaren Gegenstand zu finden, um diese Tat zu vollziehen. Plötzlich meinte er zu mir, dass er mir etwas von draußen mitgebracht hätte. Eine Waffe? Vielleicht ein Messer? Oder eine Pistole? Mein Tod war mir gesichert. Im nächsten Augenblick fing er wieder an, sich an mich zu vergreifen. Viele Klamotten hatte ich nicht mehr an. Doch anstatt, dass er mir auch noch die letzten Klamotten nahm, zog er mir ein Kleid über. Vorher jedoch meinte er zu mir, dass ich die Augen zuhalten sollte. Dies tat ich auch ohne Widerrede. Wenige Minuten später war er fertig. Aus einem anderen Raum, welchen ich nicht betreten durfte, holte er einen kleinen Handspiegel mit Steinchen am Rand. Diesen drückte er mir in die Hand. Schau rein, gab er mir als Befehl. Was sah ich da? Ich trug ein schwarzes, eng anliegendes Kleid, welches mir bis zu den Knien ging. Meine Haare waren hochgesteckt und geschmückt mit einem kleinen Hut. An meinem Hals trug ich eine Kette, welche man heutzutage mit einem dieser sogenannten Choker vergleichen könnte. Dennoch würde ich dieses Halsband nie ohne weitere Hilfe abbekommen können. Nicht nur ich trug etwas anderes, auch er warf sich in Schale. Sein dunkelgrauer Anzug fiel mir sofort ins Auge. Es hatte leicht etwas von einem Businessman. Niemand würde ihn von seinem äußeren Erscheinungsbild als Mörder bezeichnet haben. Ich dachte, wir beide gehen heute mal aus. War das ein Date? Mein Peiniger wollte ernsthaft ein Date mit mir? Auf der anderen Seite wiederum war es eine Chance, endlich rauszukönnen und im richtigen Moment vielleicht sogar in die Freiheit zu gelangen. Aber meine Reaktion war für den ersten Augenblick ganz anders. Du bist doch krank, fuhr ich ihn an. Du schminkst mich, ziehst mich um und vorher tust du mir weh. Was soll das? Normal ist das sicherlich nicht. Ihm schien meine Rede gar nichts auszumachen. Im Gegenteil, er konterte wie folgt. Nun wird man nicht gleich frech. Die Kette, welche ich dir umgelegt habe, wird dafür sorgen, dass du alles tust, was ich dir sage. Als ob ich dich ungesichert mit mir nach draußen gehen lassen würde, damit du dann im richtigen Moment abhauen könntest. So naiv bin ich nicht. Jeder meiner Schachzüge soll genau durchdacht sein. Das war eindeutig eine Drohung. Was passiert, wenn ich eben nicht mache, was du sagst? Was soll eine kleine Kette mir bitte schon anhaben? Fragte ich ihn frech. Jene Kette, die du um deinen schönen Hals trägst, habe ich so manipuliert, dass sie auf Knopfdruck Elektrostöße verteilen kann. Ich dachte mir, dass es am Hals doch sicherlich am meisten wehtun könnte. Also überlege genau, ob du mich hintergehen willst oder nicht. Spiel einfach mit, mach keinen Unsinn und es wird dir schon nichts passieren. Wie nett von ihm, sperrte mich ein, nahm mir meine Würde, Freiheit und schlussendlich auch meinen Willen. Wie sollte ich ihn noch weiter aushalten können? Er ist unberechenbar. Wir gingen durch eine leicht düstere Gasse. Keine Menschenseele war in Sicht. Wenn du auch nur einen falschen Laut von dir heute gibst, sprach er mich an, werde ich dich sofort umbringen. Das war eine klare Ansage und sie war mir nicht geheuer. Spiel gleich einfach mit. Du bist meine Frau und ich dein liebevoller Ehemann. Liebevoll? Dass ich nicht lache. Aber ich hatte keine andere Wahl. Wie sah sein Plan aus? Wenige Minuten später waren wir vor einem alten Haus angekommen. Zu zweit gingen wir die Treppen hoch und er öffnete die Tür zum Dach des Hauses. Oben auf dem Dach standen drei gefährlich aussehende Männer. Mit denen will man sich sicherlich nicht freiwillig anlegen. Guten Abend, die Herren, fing mein Entführer das Gespräch an. Ah, Marco, wieder mal eine neue am Start? Fragte ihn einer der drei Jungs. Sein Haar war schwarz und kurz, sein Gesicht in einer Kapuze versteckt. Du schuldest uns immer noch eine Erklärung für letztens. Anscheinend kannten die vier sich alle sehr gut, jedoch nicht auf eine positive Art und Weise. Die letzte, mit der ich hier war, lebt leider nicht mehr. Na toll,
Weitere unbekannte arme Mädchen gerieten bereits schon vor mir in seine gefährlichen Klauen. Schade, ich fand sie geil, fuhr der Kleinste der Bande das Gespräch fort. War ja klar, dass du mal wieder alles und jeden geil findest. Alle rollten mit den Augen, außer ich. War das so eine Art Geheimsprache, ohne Worte zu sagen? Das hier ist Katja. Sie ist meine Frau. Mein Entführer zeigte auf mich und schaute mich verliebt an. Wahrscheinlich nur zur Tarnung. Dennoch, Marco? Katja? Seine Frau? Was war hier los?